Außerdem fühle ich mich einfach unwohl, wenn ich weiß, ich habe eine Fackel, weil ich dann weiß, irgendwann wird die ausgehen. Und beim Feuer sehe ich das ein bisschen besser. Da ist nicht nur so eine lahme Prozentanzeige. Sondern da sehe ich, ey, die Flamme ist nur noch so klein, das leuchtet fast gar nichts mehr aus. Ich sollte mal was nachlegen. Und das sehe ich hier halt eben nur durch diese blöde Prozentanzeige. Perfekt. Dich möchte ich nicht mehr ausgerüstet haben. Ah! Nein! Holz. Oh Gott, ich habe schon gedacht. Ich würde jetzt hier verrecken, weil das Licht ausgeht. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so. Friss. Pflanz. Mach einen neuen. Eine neue Garland, die zum Glück dann wieder ganz frisch ist, obwohl die Blüten nicht mehr ganz so frisch sind. So, dann hätten wir hier noch die paar Saplings. So war die Kamera am Anfang. Wenn ich im Lager bin, weiß ich das natürlich am besten, weil ich das Lager kenne. Oder noch am besten kenne von den ganzen Plätzen hier. Und dann weiß, wie die Kamera davor eingestellt und wie ich das Lager davor gesehen habe. Das ist fein. Samen. Da werden wir uns hier noch den nehmen. Und werden schauen, können wir. Zu wenig Steine, aber sind da Steine drin? Perfekt. Und dann nehmen wir jetzt auch noch die Eise, die da drin ist. Und sehen, dass wir eine Eise zu wenig haben. Was natürlich Eise ist. Das Gold können wir da dazugeben. Tentacle Spike rüsten wir aus. Die Fackel lassen wir natürlich im Inventar. Und machen das, was wir eigentlich wollten. Die Drying Rack. Dafür brauchen wir aber noch 3 Seile. Drying Rack, I'm looking for you. Die bauen wir dann am besten hier hin. 3 Seile wieder. Nochmal. Wenn ich das so drehe. Perfekt. Okay, nochmal. Ja, wenn ich nochmal... Oh, Essen. Essen, Essen, Essen. Das heißt, ab dort runter zuerst mal, bevor ich das weitermache. Ich übersehe hier unseren Magen, das Wichtigste im Spiel. Stirb. Warum hat uns das auch was abgezogen? Zieht einem jetzt seit dem neuesten Update auch rohes Fleisch immer was ab? Weil ich habe das seit dem neuesten Update jetzt nicht mehr gespielt. Also das neueste Update kenne ich nicht. Das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich mit dem spiele. Und wenn das dadurch dazugekommen ist, dann ist das tatsächlich was Neues für mich. Hm. Nahrung, Nahrung, Nahrung brauchen wir. Und es mangelt... Es tatsächlich gerade an Nahrung. Obwohl wir so viele Hasenfallen aufgestellt haben. Das waren scheinbar doch noch zu wenige. Blümchen sind hier. Touchstone. Perfekt, wenn wir sterben sollten. Werden wir hier wieder belebt. Den habe ich hier schon mal erwähnt, dass ich da einmal... im Winter wieder gespawnt bin ohne irgendwas und dann sofort wieder verreckt bin. Ich glaube, liebe Schweine, ich muss leider, leider euch töten. Weil das ist
der letzte Ausweg, den ich gerade sehe. Wenn ich hier keine Bären finde, dann wäre wirklich nichts mehr. Oh, das wäre tragisch, wenn ich jetzt so schnell von verrecken würde. Seeds essen. Das Ei. Sorry, Tallbird, ich musste leider den Ei wegnehmen. Denn ich glaube, das sättigt ziemlich stark. Genauso wie uns die Schläge vom Tallbird ziemlich viele Schaden machen. Ziemlich viele Schaden. Tschüss, Tolli. Hab dich lieb. Bussi. Ich kümmere mich gut um den Baby. Wurde das Tempo von denen erhöht? Schnell auf den Weg. Renn. Wilson, renn. Einfach irgendwo hinrennen. Was schlecht ist, weil jetzt der Magen leer ist. Okay, er rennt zurück nach Hause. Scheiß drauf. Haben wir es halt roh gegessen. Ich merke, dass der Durchlauf nicht sonderlich gut ist von mir. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich hoffe, das bessert sich noch. Ich habe nicht gesagt, dass ich viel Skill habe. Jetzt kann ich mich gut rausreden. Gut, unser Leben füllen wir relativ gut wieder auf. Dann brauchen wir nur noch ein paar mehr Häschenplätze, ein paar mehr Häschenhöhlen, damit wir mehr zu essen kriegen. Weil ansonsten brauchen wir alles, was wir hier an Hasenfleisch kriegen, für uns selbst und können nichts mehr lagern für den Winter. Das wäre tragisch. Aber das eine Stück werde ich jetzt tatsächlich zum Trocknen aufhängen. Ist da vielleicht noch ein Tallbird? Das würde mich freuen. Übrigens wird es ein Bad immer länger. Jetzt hängt er schon ein bisschen. Wie man sehen kann, wenn man zwei funktionierende Augen hat oder auch eins. Ich glaube, eins reicht auch. Oh, der Arme. Jetzt steht er über seinem leeren Nest. Irgendwie tut er mir ja leid. Drehe meine Runden, aber finde leider nicht viel mehr als das, was ich schon gesehen habe. Irgendwo, am nächsten Tag, wenn wir das machen, da werden wir uns auf die Suche nach weiteren solchen Hasen begeben, weil das ist eine sehr, sehr gute Nahrungsquelle, nur sollten die halt auch nicht so weit weg sein, weil sonst bringt uns die beste Nahrungsquelle nichts. Da werde ich jetzt die hinsetzen, dann werde ich jetzt hier den Rot rausnehmen und damit düngen, und ihr seht, das bringt viel, viel weniger als der Mist von den Büffeln. Haben wir schon alles an Rotten verbraucht, tatsächlich. Aber diese Blumen werden vermutlich auch bald verrotten, dann haben wir noch mehr von Rotten, als wir sowieso schon haben oder hatten. Haben tun wir ja nichts mehr, wenn man das so exakt sagt. Wenn man das so direkt sagen darf. Da waren irgendwo noch Hasen, glaube ich. Auf dem Weg da nach oben habe ich einen gesehen. Da sehe ich auch diese eine Falle, die wir uns jetzt mitnehmen werden. Alles der Vorführeffekt, wisst ihr? Alles der Vorführeffekt. Sind das unsere Schritte oder was? Ich höre irgendwelche Viecher, die ich nicht hören will. Dann nehmen wir die Saplings mit, die wir da letztens liegen gelassen haben. Aber eigentlich wollte ich ja nach
Hasen schauen oder nach... Das ist ein richtiges kleines Dorf, das ist mir zu gefährlich. Ich will ein einzelnes Schwein haben. Da ist ein Hase. Sehr einsam und relativ weit weg von da, wo wir herkommen. Schauen wir da drüber. Dort irgendwas ist. Froschschenkel, perfekt. Auch wenn die leider auch schon fast vergammelt sind. Lass mich. Fisch will ich haben. Lass mich in Ruhe. Oh, die haben das Haus vom Schwein überrannt. Armes Schweinchen. Ich werde jetzt hier ganz einfach ein Lagerfeuer hinmachen. Ohne Holz geht's nicht, leider. Deshalb weg mit dir, du Baum. Ich mag dich nicht, verpiss dich! Perfekt. Und jetzt... Lagerfeuer. Kochen. Und durchs Kochen wird die Haltbarkeit erhöht. Und das Leben erhöht sich sogar auch durchs Essen. Ein Fisch noch. Pinecone. Essen? Oh, lieber nicht. Das will ich gar nicht erst probieren. Rot zu essen. Das wird mir nur was abziehen und sonst absolut gar nichts. Tschüss. Ach so, ich dachte schon, den könnte ich auch noch braten. So, das heißt, wir haben jetzt aktuell unseren Magen aufgefüllt. Das heißt, wir... werden jetzt da unten uns die Falle nehmen, damit wir nicht nachher herstellen müssen und die hier zu dem Häschen stellen. Das Häschen ist jetzt zwar relativ weit weg, aber ich sage mal, es ist verkraftbar. Gut, wir sind eh gerade da. Ich schaue genau drauf, wenn wir schon genau dort sind. Perfekt. Hier den Sapling. Hallo Hasi. Tschüss Hasi. Ich hoffe, du stirbst. Soll ich graben? Na, lieber nicht. Denn dann kommen noch irgendwelche Viecher raus, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Ich werde jetzt noch darunter in den Wald schauen, ob da irgendwelche Büsche sind. Ein Schweinchen ist da. Perfekt. Komm her, Schweinchen. Ich habe Lust auf Fleisch. Perfekt. Vielen Dank. Und wir haben leckeres Fleisch. Und es hat uns auch nicht sonderlich viel Schaden gemacht. Diese Tentacle Spikes sind auch sehr, sehr gute Waffen. Die sind besser als dieser normale Speer, den man sich herstellen kann. Deswegen bin ich froh, dass wir über diese Tentakel gestolpert sind. Ach so. Ist sie... Leben wieder her, okay. Das ist das kleine Schweinchendorf, was wir schon gesehen haben. Da gehen wir vorbei. Das ist dann nicht mehr so arg weit weg von unserem Lager. Und ich würde sagen, wir machen uns dann tatsächlich am nächsten Tag woanders auch noch so ein Lager, weil am besten da ein bisschen weiter oben bei dem anderen Hasen.